Wenn du die Quest an diesem Punkt weiterführst, musst du sie abschließen, bevor du den Questbereich wieder verlassen kannst. Oh ja, mach mal. Glaubst du wirklich? Ja, da habe ich Bilder Priya, gesehen. Ich hatte mich gefragt. Was magst du? Welche Dinge machen dir Freude? Oh, das ist eine liebe Frage. Aus heiterem Himmel. Pandora? Natürlich. Musik, klar. Jeder mag Musik. Aber ich höre gern Aranahe-Musik an, wenn ich mich richtig entspannen will. Kann ich mir die Musik von dir leihen? Sorry. Oh, sie gehört nicht mir. Da musst du unerbittlich und schamlos Alex belästigen, wie ich. Alex. Priya sagte, du hast eine Sammlung Aranahe-Lieder? Hatte ich mal. Auf einem Tablet. Ein Tablet, das ich unglücklicherweise verloren habe. Aha. Bei dem ganzen Wirrwarr hier. Danke dir mal für den Lurk. Ich würde es selber suchen, aber ich habe zu tun. Ist okay. Ich kann dir helfen. Was macht ihr hier? Hm? Ah, hier. Da ist das Tablett. Hey, also, ich hab hier was, um die alte Station aufzuwerten. Bin gleich da. Oh, okay. Nun, ich auch. Mit Priya. Also, vielleicht sehe ich dich dort nicht. Sie hat ja gesagt. Super! Aha. Du wirst mich nicht mal bemerken. Viel Glück. Vorher, als kleines Hors-d'oeuvre, ein Stück Käsekuchen. Ist alles gut bei dir? Was eigentlich auch zwei Stücke gewesen wären. Sorry, Priya. Wo waren wir? So bei Jan oder Österreich. Kein schöner Anblick. Und ja, das war's. Wow. Das war schon mein lieber Mann. Ich langweile dich bestimmt, oder? Ich rede immer zu viel, wenn ich nervös bin. Finde kein Ende. So, dazu habe ich noch mehr Reste verwertet, nämlich eine Dose Bier dazu getrunken. Mir platzt der Ranzen. Vielleicht Musik? Funk könnte gehen. Muss es entsperren. Waren das 12 Jahre in Österreich? Krass. Oh Gott. Hier, zack, zack, zack. Oh, runter. Ah! Lass mich... Geh weg! Oh, ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal ein Problem hier. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Nehmen wir Abkürzung. Muss ich die nochmal? Oh, das erste Mal nicht geschafft. Ja, war cool. War echt cool. Also, Family war da. Die ganzen Kiddies waren da. Das war halt dann doch schon ein bisschen anstrengend, ne? Wenn da 4 Kids rumrennen, zwischen... Oh, verdammt. Zwischen 3 und 8 Jahren... Alter, was mache ich denn? Ja. Die natürlich die ganze Bude auf den Kopf stellen. Egal welches Zimmer, einfach überall rein. Das war schon nicht ohne, gebe ich zu. Aber hat wunderbar geklappt alles. War spaßig. Scheiße, schon wieder nicht. Ja, mein Sohnemann ist dann noch über Nacht geblieben. Das heißt, wir haben dann noch zusammen aufgeräumt, als es fertig war. Ja, war cool. Haben wir ein schönes Wochenende gehabt. Wetter war ja auch super. Also Samstag nicht so ganz, aber Sonntag war mega geil. Lass mich... Boah. Okay, Zeit für Musik. Hab jede 14 Mädchen beim Handball... Wem. Achso, ja, klar. Ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das anstrengend ist. Deswegen habe ich das Hecke mittlerweile auf Auto gestellt. Ah, okay.
Gut, das ist jetzt das erste Mal bei knapp 80% Fortschritt. Das geht schon. Missionsbeutel voll. Okay. Mal gucken, können wir hier noch... Oh ne, das ist ja das Liebesnest, ne? Repariere die Antenne der Immergrünstation. Was für eine Antenne. Ah. Oh Gott. Also falls ich mich übergeben sollte, ist nicht schlimm. Ich bin einfach nur überfressen. Ich habe es als Option auch eingeblendet. Signal ist jetzt stärker. Da, hoffentlich läuft. Nicht zu stark. Na, beim ersten Mal durchspielen habe ich es auch noch gemacht. Bin aber mittlerweile beim dritten Run. Ja, ja. Die Musik hat jetzt ja, ein klar, besseres da brauchst Signal. Du nicht mehr. Wie stark, weiß ich nicht. Man kann ja so vieles auf Automatik machen, ne? Das ist ja schon geil. Keine Sorge, geil. Anker. Ich passe auf. Ja, klar. Behalte die Immergrünstation im Auge. Ja. Mach ich. Ich höre Dinge. Oh. Ein Heli. Irgendwo. Da. RDA-Flug. Signal zu stark. Sie werden euch nicht stören. Du schaffst das locker, Anker. Okay. Okay. Pass auf dich auf. Oh, und noch mehr? Ah! Abgerutscht. Weg mit you. Anker, ich das wieder. Beide. Sorry. Ist erledigt. Gut. Sehr wenn du gut. TEPCON 1 bist. Also, ich kann gerade nicht so gut sprechen. Würdest du mich läuft also alles gut, ja? Meine Notes nicht kann gemacht. Man sagen. Anker, ich bin so glücklich. Ich wollte was? Das Zocken geht auf Auto? Ach was. Das klingt geil. Sehr verlockend. Danke. Das wäre ja mega langweilig. Aber du kannst es zum Beispiel geschafft, bei Anker. Forza Motorsport kannst du solche Dinge danke machen. Für ne? Die du Musik, kannst, Alex. Also das ist echt Alex, ich habe das Tablet Idee, gefunden. Es ist in sehr guten Händen. Bei Anker. Musik für Priya mit Anker. Ah, ich verstehe. Ankerlichten. Ich muss es wissen. Das Tablet aus dem Kinglor-Wald. Von Anker oder Priya? Okay, du weißt das aber nicht von mir. Anker. Wirklich erstaunlich. Ich hatte ehrlicherweise eher Priya erwartet. Aha. Schau dich an. Du fleißiges Bienchen, nicht wahr? Ein überaus talentierter Amor. Hier, bitte. Diesmal etwas nur für dich allein. Amore. Irgendwie alles. Die Führer der Clans bereiten ihre Leute vor, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Um zu flüchten? Was ist mit den Daten von Dela? Ich bin die Treppen gerannt. Irgendwas Brauchbares? Konstruktionspläne für die Basis. Die RDA hat tief gegraben, durch Felsen und Erde. Sind zu den Höhlen vorgestoßen. Hier geht es rein. An den Wachmännern vorbei. Dela hat geholfen. So scheint es. In dem Moment, in dem wir es brauchten. Er bereut seine Taten, Rednella. Mercer hatte ihn in der Hand. Vielleicht ist es immer noch so. Daylan zweifelt an seiner Navi-Herkunft. Er braucht Mercer. Vertraut darauf, dass er die Leere in seinem Herzen füllen wird. Vertrau auf dich, Rednella. Höre auf dein Herz. Nee, TikTok ist auch nichts für mich. Wirklich nicht. Ich guck da auch nicht rein. Aber... Prüfen wir das. Ich versuch's mal. Wenn der Eingang zur Höhle vielleicht kann man da noch ein bisschen Reichweite aufbauen. Die Clans nicht fliehen. Wenn ich in die Basis komme, brauche ich Hilfe. Die bekommst du. Boah, du solltest auch mal Basen machen. Hast du nur 31% Luftbein. Ja, ich weiß, ich weiß. Vier Clans. Du vergisst die Sarento.
und meiner. Wir sind fünf Clans. Aber ich will das auch nicht auf 100% spielen. Story ist mal hauptsächlich, so ein bisschen was nebenbei. Die Höhle liegt im Norden der Bohrbasis Omega, unter einem großen, umgestürzten Baum. Gute Nachrichten. Minam und Nessim bereiten ja, ich Leute bin vor ein paar Streams das bin ich sind gute Nachrichten. Gelandet. Ein Seswa-Sturm auf unserer Seite. An irgendeinem Lager. Und so blöd, dass er dann mit einem Flügel über dem Feuer war und hat wenn ein Feuer drin gefangen. Bin, sollte ich sie aber es war sofort können. Wieder aus. Gut. Glück gehabt. Ich folge der Schwesternkavallerie. Lupe hatte da ein bisschen mehr Pech mit ihrem Pferdchen. Ein Glitch in einem Ubisoft-Spiel, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Da oben ist Sturmgleiter, ne? Hinter uns. Katnat und Etura werden ihre Leute zu Ikran anführen. Ja, ich hab an sie geglaubt. Katnat-Jäger bereiten sich jetzt vor. Es gibt eine Stelle, wo du unter die Basis kannst. Auch jo. Für den werde ich sorgen. Es ist soweit. Wir werden wirklich gegen Mercer kämpfen. Wird doch langsam Zeit. Lohnt sich das auch unter die Basis? Da ist ein Aussichtspunkt im Himmel über seiner Basis. Gibt's da irgendwas Cooles oder mehr so Schleichwege, um anzugreifen? Das ist echt weit noch, ne? Guck mal, was ist das schön hier? Ja, ja! Meine Frau sagt immer, ich habe drei Fehler. Ich höre nie richtig zu und noch zwei andere Sachen. Genau. Ganz genau. Anufi ist unterwegs. Los, wir werden an deiner Seite kämpfen. David von Akte X, genau, genau. War ein geiler Film, wo er dann auch in diesem Loch unten, in dem Meteorkrater, das Leben entstanden ist. Das fand ich eine geile Idee. Ja. Bin beim Höhleneingang. Das ist ein funny Shirt, Spruch. Mal sehen, wohin er führt. Könnte ich ja in meinen Merch-Shop aufnehmen. Copyright Mad Money 1973. Wir stoppen ihn, Rednella. True, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, ich traue mich gar nicht zu rülpsen. Oh, obwohl so ein Stück Torte wieder kauen, wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Die war lecker. Also ich kenne das Shirt. Gibt's bei EMP zu kaufen? Ja, das gibt's garantiert. Ich meine, der Spruch ist ja schon alt. Muss man zugeben. Das gibt's garantiert, ja. Wasser! Waterloo! Ja, EMP hat mir auch einen Gutschein zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 10 Euro Rabatt bei einem Kaufpreis von 100 Euro. Und ich denke, das könnt ihr euch schenken. Bin ich eigentlich noch richtig? Ja, da lang. Oh, Martin lädt sich wieder ein. Gunfire Easter Egg. Wie hüpf? Wow. Da komme ich nicht durch. Es muss ach, noch Rat. Einen Weg geben. Es gibt immer einen Weg. Man muss ihn nur sehen. Juhu. Jo. Du, 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 du. Die Clans sind zum Kampf bereit. Aber die Türme fielen immer noch auf Land und Himmel. Daylan und ich kriegen sie da schon rein. Er kann vielleicht nicht helfen. Auch wenn er es möchte, kann man es nicht abzwingen.
Oh, Empfang geht weg. Ritnella! Habt ihr O2 oder was? Oho. Ritnella? Leider. Echt? Ich habe auf dem EMP einen 10€ Bursting-Gutschein bekommen mit Mindestprüfung von 20? Oh, da muss ich eine E-Mail schicken. Muss ich 100 bezahlen, weil ich ein Mann bin? Ha! Das müssen wir aufnehmen. Also, ne? Starten. Fette Klage einreichen. Ich bin da seit 28 Jahren Kunde. Ja? 29 Jahren bin ich da. Keine Ahnung, fast 30 Jahre. Auf jeden Fall. Dies ist eine Sicherheitsdurchsage. Wovon läuft? Bitte ausreichend Abstand halten. Vielleicht auch, weil ich zu der Zeit noch im Backstage-Club war. Das kann sein. Den habe ich nicht mehr. Ich habe doch schon so lange nicht mehr bestellt, dass ich raus bin aus dem Backstage-Club. Das hat sich nicht mehr gelohnt, einfach. Vielleicht war die Erde gar nicht mal so übel. Danke, danke. Das war, glaube ich, das erste Mal in dem Spiel, dass ich auf eine explodierende Kiste geschossen habe. So langsam bekomme ich schon Heimweh. Bin ganz derselben Meinung. Seit die auf 20 erhöht haben. 20 jetzt schon? Ach du Scheiße. Na gut, ich kenn's auch nur mit 10. 20 ist übel. Dafür, dass man Versandkosten spart. Ja, der Rest ist doch nicht unnötig. Ich frag mich, was ich verbocken muss, damit sie mich nach Hause schicken. Ich glaube, ich muss hoch. 20 ist echt übel. Oh Gott, Alter. Sicherheitsmaßnahmen müssen von allen eingehalten werden. Ich glaube, ich kotze heute noch. Auf einem fremden Mond. Dann müsste das unbedingt klippen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wo ist. Genau, da ist er doch, die Lady. Lady in Red. Blood Red. Wine. Boom. Okay. Dies ist eine Sicherheitsdurchsage. Bohrvorgang läuft. Attention, attention. Bitte ausreichend Abstand halten. Hier gibt's zu viele Menschen. Ritnella, hörst du das? Ich habe es geschafft. Ich bin in Mercers Basis. Ich finde auch, dass die Qualität nachgelassen hat. Ich finde einen Weg, die Clans reinzuholen. Teile, die ich mir nachbestellt habe, waren merklich schlechter als die S-Version. Sowas ähnliches ist mir auch aufgefallen. Und zwar, wenn ich da zum Beispiel Hosen gefunden habe, die mir gut gefallen haben, ne? Und die da auch gepasst haben. Das ist ja immer das große Problem bei EMP. Ich habe sehr lange Beine. Und das ist schwierig, einfach eine Größe da zu finden, die passt. Und dann findest du mal eine. Bestellst an dem Tag, wo die geliefert wurde, die gleiche nochmal. Zweimal kommen nochmal zwei verschiedene. Das heißt, du hast drei verschiedene Versionen dieser einen Hose. Und das ging mir so auf die Nüsse, weil ich habe keinen Bock und keine Zeit, eine Retoure fertig zu machen und die wieder wegzuschicken. Bitte ausreichend Abstand halten. Das denn? Da habe ich einfach nicht den Kopf dazu. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zu bestellen. Und früher habe ich da gern bestellt. Egal ob kurze Hosen, lange Hosen, T-Shirts, klar, Hoodies, Gedöns. Aber das, warum?
Wirst du so angezeigt? Was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Ah, muss ich hier drauf boxen? Aha. Ich auch. So ab 2016 habe ich sehr, sehr viel bestellt. Aber so in den letzten Jahren hat es mich plötzlich nicht mehr so überzeugt. Ja, genau, genau. Ich hatte mein letztes Erlebnis, ne, mit diesen Hosen. Also ich hatte es öfter schon. Aber das letzte Mal, ich meine 2020. Und seitdem habe ich auch nicht mehr bestellt. Das war mir dann echt zu blöd. Nein, wollte ich gar nicht. Ah. Das wollte ich. So bescheuert, das auf die gleiche Tastenkürzel zu setzen, ne? Dies ist eine Sicherheitsdurchsage. Oh, Gift. Vorgang läuft. Bitte ausreichend Abstand halten. Strom. Voll. Okay. So, sieht aus, als müssten wir hier hoch und da hoch und da hoch. Ist das die verschlossene Tür hier? Ja. Voll. EMP. Das riecht nach Ärger. Bin vielleicht alt, aber ich lebe nicht hinterm Mond. Du kennst wahrscheinlich auch noch die Zeiten, ne? Als EMP nur CDs hatte und Aschenbecher und so. Fun-Artikel. Da gab es noch keine Klamotten. Ich weiß noch, das war der Katalog damals. Das war so ein DIN A4-Format. Das waren vielleicht 5 Seiten. Da ging es einfach nur, also die CDs, die waren ohne Cover gedruckt. Das waren einfach nur in Textform. Und dann gab es halt, wie gesagt, noch so Aschenbecher, Schlüsselanhänger, Flaschenöffner. Mehr gab es da nicht. Das ist so meine Zeit. Das müsste so gewesen sein. 95 ungefähr, wo ich das erstmal bestellt habe. Meine erste CD, wo ich da bestellt habe, war Hypocrisy. Aber ob ihr das kennt, wage ich fast zu bezweifeln. Okay. Oh, ich häng. Strom. Oh, jetzt aber. Wow. Komm, es. Jetzt. So. Du hast mich nicht. Ich höre Sie vor.
warst unter Beschuss. Du bist tot. Run, sagt er. Das war eine Falle. Verdammt, Taylor! Geht's nirgendwo auf, ne? Da ist offen. Komm. Oh, warte. Oh, fuck, Alter. Oh, beweg dich. Beweg dich. Komm. Oh, ich dachte, da geht's hoch. Schade. Hier. Was? Da. Was ist mit ihnen passiert? Da oben ist jemand. Puh. Die waren das. Vergesse das Rennen. Versuche zu treffen. Ja. Ah, guck mal da. Taylan. Taylan? Du hast die MPAs gekillt? Oh, bist du okay? Doch, gab es aber sehr wenige. Die Halle sollte leer sein. Waren aber sein. Eher Merch von Bands. Das, ja, das kam dann später auch, so ab 98 oder so, würde ich mal behaupten. Aber also ich habe da... Geglaubt. Ich weiß. Ich glaube, für meinen 15. Geburtstag, also so... Es muss 94. Aufhören, Taylan. Ich habe die Ladung gesehen. Sie wurde im müsste 94 gewesen sein. Ich zeig dir, wie du hinkommst. 95 Komm vielleicht. Komm mit mir. Die Clans sind bereit. Wir können Mercer stoppen. Als Team. Nein. Ich bleibe hier. Im Hintergrund kann ich mehr tun. Du bist besser als er, Daylan. Ja. Wir sind besser. Ich kann auf das System der Basis zugreifen. Kann dich sicher leiten. Ich... Aber EMP ist dasselbe wie mit MTV. Für alle Verletzten. Früher mal Music Television. Als es anfing. Für damals. Uns alle. Auch dich. Und dann du bist noch einer so von uns, Shows und kaum noch Na, Musik. Weh. Pandora ist dein Zuhause. Du wirst dafür kämpfen. Das habe ich jetzt immer gern geguckt, ne? Headbangers Ball mit Vanessa Warwick. Das war cool. Das ist der Plan. Und wie hieß denn er? Weiß ich gar nicht mehr. Der existiert ja immer noch. Nicht Kafka, oder? Ist der Kafka? So wie der berühmte Kafka. Ich weiß es nicht mehr. Es war immer Headbangers Ball. Triple Thrash Treat. Geil. Damals, als wir noch jung waren. Ja, kennst du auch noch, ja? Sehr cool. So. Rednella, hörst du mich? Mercer bereitet die Ladung vor. Rücke vor! Die Kamedide sind ganz in der Nähe. Sie sind bereits durch die Höhlen durch. Backup ist gleich da. Daylan, kannst du die Kamedide sehen? Ah, warte. Ja, ja! Oh, doch. Munition. Die sind warte mal, vor haben wir geladen? Ich kriege sie da irgendwie rein. Mir geht nicht, okay. Ja, damals... Da waren wir noch bildschön. Heute ist nur noch das Bildschön. Ja, genau. Da waren wir noch jung und knackig. Heute knackt's nur noch. Oder wir waren jung und kräftig. Heute sind wir nur noch und. Ja. Ja, kräftig sind wir auch. Aber anders gemeint. Früher waren wir schlank und kräftig. Heute sind wir nur noch kräftig. Könnte man sagen. Alter, hoffentlich muss ich hier nicht wieder rausfinden aus dem Irrgarten. Oh, Makita. Kopf gestoßen. Oh, ich muss was trinken. Ich weiß nicht, ob es mein Magen aushält, aber da muss Flüssigkeit rein. Ah, ganz trocken im Mund. Nee, Dewald, Makita,
So, ja, stimmt, das ist so ein Türkis. Hast du recht. Das sind nur die Funkgeräte. Da unten geht dauernd der Strom weg. Also, entweder sind es die Funkgeräte oder jemand treibt dort sein Unwesen. Wir können nicht helfen. Kacke! Tadam. Das riecht doch schon wieder nach Ärger hier, die Halle. Zur Tür! Bögengefecht bereit! Oh Wunder. Komm, lass uns den Plan besprechen. Ah. Gesellschaft. Die Kavallerie ist da. Hallo. Okay. Sorry, ich bin ja ein... Das Schicksal hat uns im Hort des Feindes wieder vereint. Sind wir die Ersten? Die Sesua sind wirklich ziemlich langsam. Ich muss die Geschütztürme deaktivieren, bevor sie durchkommen. Das Sicherheitsgebäude ist direkt vor euch. Dort ist der Kontrollraum. Sag Bescheid und wir geben Deckung. Rauch und Feuer, um abzulenken. Die Himmelsmenschen werden nicht nochmal siegen. Die Kametiere werden ihr schlimmster Albtraum sein. Okay. Nervös? Bitte, durch meine Adern fließt Feuer. Öffnen wir mal das Haupttor. Wir sind soweit aufgefüllt, ne? Gut, wir könnten noch ein bisschen... Happy, happy, oder? Verstehe ich doch richtig, ne? Ja, bestimmt. Ja, erstmal das. Ja. So. Open the gate to another world. Oh. Mächtiger Badaboom. Warte mal. Achso, Rüstungsplatz, okay. Hey, hey, hey. Okay, ich hab hinter dir abgesperrt. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen. Hey! Danke. Ich hab die Funkverbindung geknackt! General Arthur, wir haben hohe feindliche Aktivitäten. Ohne Verstärkung wird es. Wir werden keinen unserer Leute mehr riskieren. John Mercer hat diese Navi-Kinder ausgebildet. Und genau das verfolgt ihn jetzt und lässt ihn büßen. Es gab genug. Der Herr Mercer. Wenn die Truppen in dieser Situation nicht reichen, Rückzug. Jawohl, Mann. Scheint, als ob Harding aufgibt. Wir könnten gewinnen. Ach so. Geh doch da. Nee. Wo geht's denn da lang? Okay. So. Geht. Hier kann ich was kaputt machen. So viele MPAs. Dadurch hätten sie weniger Feuerkraft gegen die Sesua. Aber pass auf, niemand darf erfahren, dass du so nah beim Geschützkontrollraum bist. Ich bin noch am Leben. Das ist schon mal was. Nicht mehr lange, Digga.
Okay, so, cool. Ich kann weiterleben und kämpfen. Ach, da. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich würde mal vermuten, ohne zu spoilern, gegen die RDA. Nee, Scherz. Keine Ahnung. So. Irgendwie dachte ich, das Ding geht auf. Oh. Oh. Aber ist wohl hier. Bam. Die Anzüge kaputt machen. Die kann ich auch kaputt boxen, oder? Kann ich Munition sparen? Ah, ne, vergiss es. Okay, dann machen wir von hinten auf die Schwachstelle. Hm. Ah ja, optional. Hast du recht. Oder hacken. Wenn man so putt. Ja, beim Hacken habe ich so das Gefühl, weil das ist auch wirklich so, dass die Hacks nur ein paar Sekunden anhalten, oder? Zerstöre die Computer im Kontrollraum der Geschütze. Ist das auch hier? Control Station. Könnte man meinen. Ist das so, ja. Siehst du? Oh, ich dachte, mir fehlt eine. Okay. Wenn es leer ist, bleibt es putt. Okay, gut. Die zerstörbaren Computer sind nicht hier. Oder? Nee. Komm, wir gehen weiter. Die PCs sind weiter oben. Also hier in dem Raum, meinst du? Durch die Tür. Okay, gut. So, das sind bestimmt die Computer. Ja, das sind sie. Kann ich die nicht kaputt schlagen? Okay, warte. Machen wir es so. Verschwinde durch den Wartungsbereich. Oh, Schreckenspferdreiter galoppieren auf das Haupttor zu. Die Sessua, kannst du sie hereinlassen? Nein, aber da komme ich doch her. Muss ich doch wieder runter? Gehen wir gleich raus.
Okay, okay. Zu... Da! Was war eure Idee, als ihr das gebaut habt? Oha. Kein Schaden. Okay. Ist gut. Ja, die Ekranprüfung, das war ja mega. Da habe ich so Gänsehaut gekriegt, ne? Das war echt geil. Brückenschließung. Notfallbrückenhebung in Arbeit. Oh, Panzerfaust. Mitnehmen. Ist das nochmal Munition? Nee. Doch, ist doch Ding. Hehe, habe ich wieder drei. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, wozu ich das Ding in der Hand habe. Schauen wir mal, was gleich passiert. Sabotage. Sinnlos, ne? Ich hab's vermutet. Party's over. Ja, zum Rumspielen, ja. Das stimmt. Nein, ich hab sie nicht gekriegt. Gut, ich sag mal, früher bei Quake 2 war der Raketenwerfer ganz wichtig. Ganz wichtig. Das hast du ja keinen Rocket Jump machen können. Nee, für die zwei nicht. Ah. Wenn ich jetzt eine Panzerfaust hätte, könnte ich den vom Himmel holen. Ja, die Big Fucking Gun. Die war lecker. Die war lecker. Oh, bist du okay? Ja, in den 90ern habe ich in einem Quake 2 Clan gezockt. Ich bin okay. Dann haben wir sehr viel Rail Arena und Rocket Arena gespielt. Mega. Was ein Spaß immer. Daylan, kannst du die Türme ausschalten? Die Antenne. Oh, ich hab sie wieder. Hinter der Brücke. Können wir das Signal blocken? Geh klar. Kann ich von hier drauf schießen? Na ja, komm. Wir machen sie wie Snake Plissken und gehen über die Brücke. Ja,
Also ich habe die Railgun, habe ich tatsächlich geliebt. So eine geile Waffe. Alter, was ich da Fracks gemacht habe. So gut. Wir haben es auch ein bisschen übertrieben mit dem Rumgebastel. Aber, ja, gehörte dazu. Ich will das Ding nicht verschwenden. Warte mal. Warum wird mir das grün angezeigt? Haben die besetzt oder was? Sind das jetzt unsere Leute da drin? Daylan, was ist los? Oh geil, Jump Pads. Das wäre auch wieder was, so in Quake-Manier zum Nachbasteln. Aber mit den Jump Pads halt dann eher so Quake 3 Arena. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ich wollte doch gar nicht auf dem Jump Pad. Wo soll ich denn hin? Warte, bis der dann auf die Antenne Zugriff hat. Okay, ich warte. Hab eine der Platten der Antenne geöffnet. Deaktiviere den Sicherungskasten. Oder ich zerschieß ihn. Ja, genau. Das gibt's auch. Da ist der Sicherungskasten. Geht das? Mit dem? Ja. Was? Tja, aber zeig mal von mir. Okay. Okay. Komm, komm, komm. Verziehst du dich. Zweite Klappe öffnet sich jetzt. Okay. Ich denke nicht, dass es noch ein Backup gibt. Sollte passen. Wo? Wer? Was? Wie? Du? Er soll ruhig sehen, was passiert. Da drüben, okay. Du.
Das ist ja schwer. So, Achtung. Mal sehen, wer zuerst da ist. Der Mörser. Warte, erstmal kurz die Lage checken hier. Hey. Ist voll. Da. Wenigstens ein paar Ersatzteile. Muss ich hier wohl runter, wa? Bin nicht allein hier. Ja, du und all deine Freunde. Wuseln du bist nicht allein. Du hast nie besonders diszipliniert. Aber Fortschritt lässt dich nicht aufhalten. Das nennst du Fortschritt? Mörser! Bestätigt! Sie, quasi. Ah, da hoch, okay. Mal gucken, wo geht's denn da höher? Oh, kann ich hier wieder reinschießen? Könnte sein, ne? Aber von oben wahrscheinlich. Oh. Geh, geh, geh. Wieder Kopf gestoßen. Wow, mit was schießen die denn? Blöde Zielhilfe, ich wollte doch auf die... Die Dinger schießen. Sichtkontakt wiederhergestellt. Da kommt der nächste. Wo noch? Wow. Das war knapp. Komm. Hier war die letzte bekannte Position. Oh, du Sack. Oh, ich hab die Rakete getroffen. Alter. Wie geil ist das denn? Glück gehabt, Digga. Sehe Ziel wieder. Splittergranate. Ah, da oben.
Ah ja, komm, lass mich hier mal reinschießen. Kommt mal rauf. Mal rauf. Oh, toll, das hat einen Krampf in den Finger. Ja, okay. Wir gehen weiter. Ah, nicht zum kaputt machen. Okay. Ich dachte schon, damit kann ich irgendwas ausschalten. Was? Irgendwas war da doch. Ah. Ein jener welcher. Okay. Die RDA, wenn sie in der Nähe wären. Ach so, okay. Ich dachte schon, da kann man das Feuer ausschalten oder so. Oder? Schnell. Knopf? Nein. Juckt die Nase. Da gibt's Geld, oder? Los jetzt! Ich werde dich finden! Schreiben wir es aus seinem Versteck! Pflückst du da unten Blumen? Ich muss da hinten hin. Ne, warte mal, warte mal. Der ist doch besser, ne? Was ist dir? Viel besser. Paris, warum überlebst du sowas? Mächtiger Badaboom. Kann ich jetzt gehen? Hier lang? Ja. Schieß gar nicht erst auf das Glas. Dann wiederum immer los. Vergeude deine Munition. Warum bist du noch hier? Ich würde meine hart erkämpfte Freiheit ja genießen. Hast dich wohl an Metall und Glas gewöhnt. Findest es trotzdem ätzend. Packst es nicht. Du kommst zu diesen Orten zurück. Zu mir. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die Ladung aufhalten. Geh lieber, solange du noch kannst. Ach ja? Harding ist weg. Die Navi zerstören deine Basis. Du bist allein. Und du wirst hier verrecken. Dein Drecksmond wird dich verschlingen. Sag doch sowas nicht. Daylan, wo geht der hin? Nach unten, zur Startkammer. Unterwegs!
mitnehmen. Gerne noch eins. Nee, schade. Hinterher, jawohl. Hier spricht John Mercer. Wenn ihr diese Ansage hört, heißt das, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Auf der richtigen Seite zu stehen, etwas zu bewirken, standhaft zu bleiben und nicht wie ein Feigling zu fliehen. Ganz Pandora macht mit uns hier drin ein. Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet. Doch die Hölle bietet auch Chancen. Diese Förderladung wird die Region zum ergiebigsten Ölfeld Pandoras machen. Und euch winkt ein Gehaltsbonus. In die Stadtkammer. Ja, war das geil? Kommt sie vor wie die Indiana Jones. Was für eine Enttäuschung du warst, wie du Schmerzen und Leid angezogen hast. Okay. Du hast sogar Health Pack wäre nicht schlecht. Deine Schwester sterben lassen. Was willst du hier ausrichten? Okay. Da. Okay. Ab geht da. Der Peter. Was? Aelan, ich höre dich kaum! Die Tasten! Kannst du mich hören? Was muss ich? Durch die Tasten? Ah, trifft die Kapseln. Hopp, hopp, hopp. War dies? Ah, jetzt. Oh. Okay. Du nutzloses Stück Dreck! Du verstehst nicht mal, wozu das gut ist. Du kapierst es nicht. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist mein Problem. Du bist dieser kleine Wutanfall wird dir gar nichts bringen. So beschränkt, weil es dir ein Vorstellungskraft mangelt. Bleib weg! Oh, hier. Oh, ich bin krank im Finger. Nein! Du bist siegessicher? Ich kann die Sprengladung manuell steuern. Wen kümmert der Staat? Wir sind hier tief genug unten. Ich hab Krampf. Die Ladung geht ebenso gut hoch, wo sie jetzt ist. Scheiße. Ich kriege dieses Öl. All deine Mühen waren nichts als kleine Unannehmlichkeiten für mich. Ich beende es selbst. Aber das wirst du nicht erleben. Nicht, wenn mein Freund hier mit dir fertig ist. Oh, Krampf. Alter Scheiße. Im Mittelfinger, linke Hand. Gar nicht so gut. Alter, was ist das? Leicht gepanzert, oder, Digga? Wow. Hast du Mercer gehört? Er macht sich an der Steuerung zu schaffen und will es auslösen.
Was? Wie eine Bombe? Kannst du es stoppen? Nicht von hier. Vielleicht. Vielleicht was? Du könntest die Ladung aus dem Kontrollraum heraus anheben. Zurück zur Basis. Da zurück. Oder hat es noch einen anderen Weg für mich? Das sieht wie eine Tür aus. Noch eine Panzerfaust war da nicht, ne? War nur die eine. Oder? Ah, hier. Oho. Wer weiß, wer weiß. Oh, Zeitquest, okay. Oh, Krampf, Alter. Jetzt gehen wir auf die Nüsse. Ich kann den Controller nicht richtig halten. Ah ja, jetzt geht's um Zeit. Britnella, du musst alle zurückrufen! Die letzten RDA-Leute sind geflohen. Die Clans feiern. Das musst du sehen. Ich kann die Ladung nicht stoppen. Sie wird explodieren. Aber die Zerstörung? Nur diese Basis. Ich bring sie nach oben. Bist du bei einem Ausgang? Ich gehe nicht ohne Daylan. Oh, renn, renn, renn. Brauche ich nicht mehr? Ja, mächtiger Badaboom. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Wenn da so irgendwas Großes kommt, ist es eigentlich nicht verkehrt, so eine Wumme dabei zu haben. Oh, oh, oh. Da war jetzt sehr viel Glück dabei, tatsächlich. So. Hier. Komm, komm. Komm. Okay, wohin? Dahin. Bam. Oh, Krampf, Krampf. Daylan, die Ladung kommt jetzt hoch. Die Ladung kommt jetzt hoch. Du musst weg. Ein Schelm, wer böses denkt. Mercer will die Ladung. Ich weiß, Männer haben gerne was Großes in der Hand. Oh ja. Oh ja. Daylan, nein, wir verschwinden hier gemeinsam. Schon gut. Ich muss es tun. Nicht, dass wir damit was kompensieren wollen. Nein, nein, nein. Ich kann ihn aufhalten. Das ist einfach nur die Gewohnheit. Daylan! Pass auf, dass die nicht so kommt. Zu spät. Bring mir ein Handtuch, es wird was Großes. Hättest du nicht erwartet, was? Strom? Schnell. Ich bin Na'vi. Und hast hartnäckig dein Ziel verfolgt. So, wie ich es dir beigebracht habe. Meine Schande, dass du jetzt aber mein Programm war ein Erfolg. Du bist der Beweis. Und mit dem Gedanken wirst du sterben. Verdammt, wo? Wo ist das Ding? Da. Ja, ist gar kein Unterschied. Ah, warte. Geht noch auf Zeit, oder? Okay. Da steht manchmal, Frauen brauchen bei guten Filmen ein Taschentuch und Männer auch. Genau. Der ist gut, der ist gut. Wenn du in der Schule nur halb so bemüht gewesen wärst, dann wäre das was geworden. Ja, es ist zu Ende, Mercer. Die Bombe ist platziert. Alles wird zerstört. Ja, das ist so eine Zeitverschwendung. Siehst du, Taylor, so sieht Versagen aus. Ja, Sir. Lass es runter. Deine Welt wird untergehen. Daylan, vergiss nicht!
Ist das dein Ernst? Willst du wirklich so abtreten mit einem Kinderlied? Was tust du? Wir sind keine Kinder! Wir sind nackt wie! Das hilft jetzt auch nichts mehr! Ich werde dich aufhalten, Mercer! Pandora wird wieder auferstehen und du wirst nur noch Asche sein! Daylan! Daylan, los! Ey, Lan, los geht's! Aha! Wo ist sie? Sieht sehr cinematisch aus. Ah, ja, natürlich. Wir kommen zurück! Nein! Wie bei Rambo 3. Los! Tut mir leid! Aha! Nein! Ja, hier, ich hab Fury. Dich vermisst! Cool. Du hast es geschafft! Ich dachte da, schon! Die Ladung! Gleich knallt's! Gleich knallt's! Oh, mächtiger, mächtiger Badaboom! Wasser ist tot! Endlich! Ja, genau. Das Ende muss dramatisch sein. Ich weiß, dass du mich hasst. Hast du was? Bist du was? War da mächtig. Ich hab's geschafft. Es ist endlich vorbei. Die RDA ist immer noch da. Und genau wir da musst frei. Du dann nochmal hinfliegen. Okay. Er ist weg. Mercer kann keine mehr was tun. Nun kann es weitergehen. Als neue Familie, ja? Warum ist die so groß? Achso, die steht auf dem Hang. Ja. Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Das ist längst überfällig. Wir müssen alles wieder aufbauen. Und endlich wieder Sarentu sein. Sogar ich. Bin stolz auf dich. Bin dankbar für alles. Bist du den Krater? Etwas zu klein. Alte Narben formen unsere Zukunft nicht. Aber Verbündete sind willkommen. Bin ich bestimmt, ja. Hast recht. Alhamdulillah, wie der Spanier sagt. Na, die Texturen von den Felsen da hinten, die fehlen aber noch. Was auch immer passiert, wir sind bereit. Die Sarentu sind endlich wiedergekehrt. Absolut. Zusammen mit unseren Geschichten sind wir wieder lebendig. Die Zukunft zu gestalten liegt bei uns. Gemeinsam. Alle drei zusammen. Geschafft. Nur einer fehlt. Einer fehlt. Lightstorm Entertainment und Walt Disney Games. Danke, Marlene, danke. Nord. Ah. Ich wollte auch nicht den Abspann laufen lassen, aber nach einer halben Stunde aufgebe. Ehrlich? So lang? Okay, weil ich lasse eigentlich auch immer den Abspann laufen, aber... Mal ein bisschen schneller. Ja, ja!
Gänsehautmusik, ne? Ja, ich würde mal behaupten, das hat gescheppert. Das hat man wahrscheinlich auf dem Uranus noch gehört. Geringfügig klein, jawohl. Alter. War das der Baum, wo wir rein sind? Das war eine Party. Let's Fetz, kann ich da nur sagen. Einfach komplett weg. Ja, die Natur wird es sich wiederholen. Die Bäume sehen gut aus. Geil. Dachte ich mir, dass dir sowas auch gefällt. Ja, ja, ja. Definitiv. Vor allem, ich mag und schätze auch die Mühe, die sich die Programmierer gemacht haben, das dann so darzustellen. Ja, hier, ne? Standen. Ein paar Bäumchens. Geil. Oh ja, hier. Den hat's zerrissen. Ja! Ich spiele hier schon eine Weile. Wenn man jetzt zum Heimatbaum geht, sagt ein Wicker jedes Mal, Himmelsmenschen machen gern einen Aufruhr. Eine so große Explosion. Das ist reine Prahlerei. Geil. Das ist geil. Ach, guck mal hier. Aber ein ganz schönes Stück, ne? Alter. Großer Radius. Guck mal, bis hierhin hat's gescheppert. Hohoho, geil. Guck mal, hier ist was. Oh. Wirklich ein fettes Loch im Betonboden. Ja, das. Oh. Die Nachricht wurde zurückgehalten. Wegen Frauenfeindlichkeit. Und markiert ist ein fettes Loch. Alter. Also manchmal, ne? Fettes Loch ist frauenfeindlich. Verstehe. Wo zum Geier kommt der Strom her? Okay, Wasser. Okay. Mal da was reparieren? Nee. Okay, hier ist was. Grünes. Und da ist eine Tür. Das sollte ich aber eher nochmal Luft holen, würde ich behaupten. Station 5. Okay. Aha. Da. Lauf. Ah, easy. Sag nur mal, weiß ich nicht einmal mehr.
Sollte mir einen Kalender holen. Gut organisiert ist die halbe Miete. Ich mache mir jetzt Notizen. Hab ich von Mercer. Er gab mir dieses Tablet. Setzte sich damit neben mich. Die Sonne blendete mich. Ich konnte ihn kaum sehen. Glaube nicht, dass er gelächelt hat. Er meinte, dass ich verstehen würde, warum er es getan hat. Alles. Er meinte, er arbeitet wirklich hart und ich muss immer wieder daran denken. Immer und immer wieder. Kann nicht schlafen. Starre an die Decke. Stelle mir vor, wie sie runterkracht. Auf alle. Ich wollte letzte Nacht abhauen. Weglaufen. Wie ein Kind. Hatte schon meine Tasche gepackt. Aber wenn Ahari es nicht schafft, dann habe ich keine Chance. Nee. Wohin auch? Sie würden mir nie vergeben. Ich kann es ja nicht mal selbst. Manchmal wünschte ich, dass ich TRP nie verlassen hätte. Ich sollte das nicht. Aber es war wie mein Zuhause. Wir waren alle zusammen. So werden wir bestimmt nie wieder zusammen sein.